Ja, mach wieder mit Deus Ex Mankind Divide. Ich hänge immer noch an dem korrupten Polizist fest. Aber ich habe geschnallt, ich müsste eigentlich gar nicht auf dem mehr, sondern mit der Polizistin wahrscheinlich reden. Aber da ich die Option, die Mission nicht gemacht habe, abgelehnt habe, fehlt mir da ein Punkt. Wahrscheinlich habe ich keine Beweise gegen ihn. Aber jetzt ist der Respawn-Punkt. Ich komme da nicht mehr weg. Jetzt tut es mir wieder daher, wo ich gesucht werde. Was mache ich jetzt? Jetzt habe ich ausgeschissen. Das ist das Problem, dass ich da Dokumente. Das nicht gemacht habe. Komme da nicht weg. Keine Ahnung, wie ich da wegkomme. Hier sind die Ausgänge. Die sind alle zu. Das Problem, hier rauf geht nicht. Und der raus auch nicht. Das Einzige ist, ob ich hinter mir. Ob es da irgendwo auf die Straße raus würde gehen. Da irgendwo durchkommen. Dann versteck dich mal. Vielleicht irgendwo der Kanalisation aus oder so. Komplizierter Weg. Ab in den nächsten Schachtdeckel. Das sollte hier rein sein. Vielleicht schaffe ich es gerade ohne entdeckt zu werden. Und der geht leider auch nur zu dem Opti-Spinner. Ja, logisch. So eine Scheiße. Komm ich schon nie näher. Keine Ahnung, wie ich das wieder abbrechen kann. Okay, dann mach ich mich halt einfach unsichtbar und säckle Vollgas weg. Das ist die einzige Chance. Ist das Bild etwas dunkel? Ich sehe fast nicht, ob ich noch irgendwo einen Weg übersehen, aber nein. Ich muss an denen vorbei. So, dass mich keine Drohne verwutscht. Jetzt ist wieder gut. Ich suche einfach eine Polizistin. Wo ist denn die Polizistin? Die Polizistin findest du doch gar nicht mehr, oder? Ich kann die Wette, die findest du nicht, weil ich Teil von dieser Mission nicht gemacht habe. Ein Scan mit vorgehaltener Waffe. Hier. Sie sehen nicht aus wie die anderen Technos hier. Sie wirken hochwertiger. Passen Sie in diesem Viertel besonders gut auf. Los, Sie wissen doch, wie das läuft.
Ja. Los, her damit! Wenn Sie keine Überraschung erleben wollen, sollten Sie sich deutlicher ausdrücken. Schnauze, Techno! Ich will Ihre Papiere, nicht Ihre Meinung. Hier. Weitergehen. Alles klar. Sind Sie sicher, dass Sie nicht noch mehr sehen wollen? Sie können hier jederzeit durch. Wir erinnern uns. Gehen Sie jetzt. Dieses Gebiet ist für Leute wie Sie gesperrt. Suche einen Polizist. Kein Zugang. Gehen Sie. In der Nähe. Ich kann die Kackmission nicht machen. Und mein Freund? Bezahl uns und alles ist gut. Jetzt hast du die Karte, ja? Alles abstellen mittlerweile. Hat die Hose den richtigen Blauton? Klär das mit Dragomir. Und mein Freund? Jetzt hast du die Karte, ja? Genehmigung durchgekommen. Wir müssen die Operation. Ja, der würde ich gescheiter umbringen. Was soll ich mit dem? Ich kann nichts klären mit Dragomir. Stechen hätte man so. Was geht hier vor? Das ist nur nicht was. Und mein Freund? Jetzt hast du die Karte, ja? Wir sollten die Preise verdoppeln. Bombensteuer. Schade, dass wir die Helme nicht gefunden haben. Verdammt. Genehmigungsinspektoren. Der ist nicht einmal Polizist. Hat selber gefälschte Papier. Soll ich vielleicht meine Waffe abfeuern? Ich kann in dem Ding kaum Lass atmen. Niemanden durch. Die Frau, die dreht, ist an Janine gefunden. Vielleicht sollte ich eine echte. Die echte Polizei spielen. Das ist in der Nähe eine Polizistin, die sich sicher der Sache annehmen könnte. Aha. Aber jetzt der mit allen geredet. Wo da in der Nähe sind. Da ist keine Polizistin in der Nähe, die sich dem annimmt. Das ist sicher, das sind die, die doch da die Augmentierung ausreissen, findet. Das ist sicher der Killer da. Ich suche einen Polizist. Eine Polizistin, genau gesehen. Aber es redet so niemand mit mir. Polizistin ist gesucht. Ah! Nicht von hier, was? Endlich! Komm. Wie kommen Sie darauf? Sie sind gerade auf einen Polizeibeamten zugegangen.
Und ich glaube, sie versprechen sich davon sogar etwas. Endlich. Das ist sie. Ich war übrigens auch mal Polizist. Aber nicht in Prag. Und nicht seit dem Zwischenfall. In Amerika, Detroit, ist lange her. Ich beneide sie. Ich freue mich schon darauf, wenn ich sagen kann, ich war mal ein Cop, ist lange her. So schlimm? Wenn ich mich heute entscheiden müsste, würde ich zur Feuerwehr gehen. Bei einem Feuer sagt keiner Scheiße. Hat es das wirklich verdient? Man befolgt Befehle und kann sich gut dabei fühlen. Wegen der Unterdrückung in der Stadt. Hören Sie, ich habe nichts gegen Ihresgleichen. Also persönlich. Aber ich kämpfe an der Front eines Polizeistaats. Ich bin ein Kind meiner Zeit. Klingt ziemlich abstrakt für einen Polizisten. In meinem Job mache ich mich mitschuldig. Und das kann ich nur, wenn ich abstrakt denke. Ich zerre keine Menschen aus ihren Häusern, sondern historische Sonderfälle. Ich schieße nicht in die unbewaffnete Menge. Ich erfülle den Willen der Geschichte. Sie meinen den Willen der Machthaber? Das ist dasselbe. Okay, wir können endlich ausliefern. Ich wurde an einem falschen Kontrollpunkt angehalten. Hier soll es einen Polizisten geben, der weiß, wovon ich rede. Rachomir, mieser Arsch. Schmiert genau die richtigen Leute. Hat Dokumente, die beweisen, dass er echt ist. Von wegen regionaler Kontrolleur. Ich stelle gerade eine Akte zusammen. Eine Akte? Der Typ verkleidet sich als Polizist und belästigt Optis auf der Straße. Genau wie 99% der Kollegen, mit denen ich arbeite. Mit der richtigen Summe in der richtigen Tasche und schicken Papieren geht in dieser Stadt fast alles. Vor allem, wenn alle der Meinung sind, dass er nichts Falsches tut, sondern nur den Optis das Leben schwer macht. Hinter der Sache steckt mehr. Genau das denke ich auch. Sagen Sie es mir doch. Was dreht Dracho mir hinter meinem Rücken? Puh, einiges. Raumirs Kontrollpunkt ist die Anlaufstelle für einen Fälscherring. Er hält Optis nicht nur an und nimmt ihnen Kleingeld ab. Es ist Erpressung. Hat dieser Fälscherring eine Adresse? Ich war drin und habe die Werkstatt gesehen. Wissen Sie was? Das Zauberwort war belästigt. Ich habe nur nach einem Vorwand gesucht, zur Abwechslung mal einen Typen zu kassieren, der es wirklich verdient. Jetzt kann er sich nicht mehr verstecken. Sie halten besser Abstand. Ist jetzt eine offizielle Polizeiangelegenheit. So. Was hat? Ja, und jetzt? Ja, das hat jetzt sehr viel gebracht. Und die ist immer noch da. Hallo, Lady. Ich wusste, die wollen mich töten. Die bleibt jetzt im Hinterhof. Ich habe doch der ein Ticket gegeben. Das Spiel ist so kaputt. Hey, was ist da los? Aha. Milena, ich habe Neuigkeiten über Ihren Freund Raumir. Raumir hat schon viele Rollen gespielt. Mein Freund war sicher nicht dabei. Die Sache ist erledigt, er macht Ihnen keine Probleme mehr. Oh Gott sei Dank. Ich weiß nicht, wie Sie es gemacht haben, aber ich bin froh. Falls Sie jemals Dokumente brauchen. Ich komme klar, danke. Wenn ich so angreife, baller es mich um, sie killen es einfach mal alle. Problem bewendet. Herrlich. Dämpfen. Verstanden. Was suchen wird abgeschlossen? Was? Was, warum jetzt? Nur
Teil, da dreht nicht hier. Mach, bevor er mich entdeckt. Gut. Ich glaube, den Punkt spare ich mal für eine neue Augmentierung. Oder kommt endlich da meine Wandpower auf? Das habe ich auch noch nicht. Yes, Wand durchschlagen. So, jetzt habe ich alle Nebenmissionen gemacht. Also da ist noch... Sachzeugs. Durch den Fälscher das Versteck ausheben. Da bin ich ja schon mal gewesen, hier, oder? Ist jetzt die Polizei ja da, oder was? Doch die schon lange alle ausgelöscht. Was soll ich jetzt da nochmal? Was soll das bringen? Da gibt es nichts mehr zu holen, da bin ich schon mal gewesen. Das ist leer, das... Suche ich es auch gleich nochmal. Was zu machen jetzt? Ich nicht wirklich viel, oder? Ich bin da schon mal gsi. Ich weiß nicht, ob das ein Fehler vom Spiel ist oder ob jetzt, was ich da genau soll finden. Der Ort ist längst ersucht. Das ist alles gemacht. Nur ein Bullshit. Die kann ich einschlagen. Was ja mega viel bringt.
Irgendwo geht's runter. Komm ich da dran her? Bringt da hure Scheiße da. Für gar nicht. Wobei... Frage mich jetzt aber gerade. So. Zugriff gewährt. Zumindest kann ich immer schon mal auftun. Durchgang. Zwar gar noch nicht brauchen, aber... Ich höre es noch. Wer bitte ist sagen das? Sie es niemandem. Wisnik sollte nicht hier sein. Psst. Aber ich bin... Wer ist das? Ich glaube Ihnen. Ich war ein Teil davon. Vom Schwarmgehirn. Im Tor hab ich gefragt. Was hält uns zusammen? Wo? Warum? Jetzt das hier. Exil im Exil. Ich wurde abgekoppeltet. Abgekoppelt? Abgekoppelt wovon? Ich verstehe nicht, was Sie meinen. Wenn ein Mangel an Verständnissung zwischen meinen Gehirnen besteht, hat er mir das angetan. Er tut sowas. Aber ich kann Sie nicht zwingen, denn ich bin nicht wie er. Nicht wie wer? Wer hat sie gezwungen? Gemeinsam ergeben sie sich ihm. Ihm, dem Opportunisten, dem Retter, der Ratte. Ich weigerte mich und sah. Ich sah. Darum bekam er Angst vor mir. Komische Geschichte. Von wem reden Sie? Wer sind die Menschen im Tor? Sie sind Ausgestoßene, Illegale, Schwache und Verängstigte. Wir fanden Trost bei ihm, etwas Verteidigenswertes. Aber es war keine freie Wahl. Wenn es keine freie Wahl war, was war es dann? Der Rattenfänger war eine Ratte. Sein Instrument drang ein. Die anderen können es nicht hören, aber ich schon. Das Signal. Ich dachte, das ist der Killer. Ich war klar, jetzt bin ich zu weit. Sie werden ihn durchschauen. Okay, ich fasse zusammen. Der Rattenfänger hat sie hierher geführt. Und er ist eine Ratte. Genau. Schön, dass wir uns verstehen. Okay, nicht vergessen. Sie können ihn nur stellen, wenn er weiß, dass Sie wissen, dass er weiß. Also brauchen Sie den Namen. Ich soll ihn nicht preisgeben, aber ich muss. Ich muss! Und dann mach schon. Ja? Sie wollen, dass ich durch das Tor gehe und jemanden stelle, der Ihnen etwas angetan hat. Und der auch anderen etwas antut, okay? Aber ich muss mehr darüber wissen, was dort vorgeht. Er holt Sie nahe heran und bringt Sie fort. Sie müssen ihn von den anderen lösen. Dem Mentalgedanken widerstehen. Sie müssen beruhigt werden. Was hält sie alle zusammen? Es ist nicht seine Persönlichkeit. Wenn Sie sehen, wer Richard wirklich ist, erkennen Sie, dass er das nicht sein kann.
Richard. Mal sehen, worauf ich mich eingelassen habe. Da wollte ich eigentlich die eine Nebenmission erledigen. Und jetzt komme ich schon in die nächste. Wissen, ja, okay, könnte Hilfe brauchen. Mal. Wissen, könnte Hilfe brauchen. Recht zur Sicherheit. Was nehmen wir für eine Knarre für dich? Und so rein zur Sicherheit. Sekte, irgendetwas. Fremder? Er sollte nicht hier sein. Ein Fremder, er gehört nicht zu uns. Seht ihn nicht an. Er wird uns wehtun. Er kann uns nicht wehtun. Er wird sich benehmen. Er wird sich benehmen müssen. Richard weiß, was zu tun ist. Er wird auf Richard hören. Richard, beschütze uns. Richard. Kill deine Kali. Treten Sie näher. Ich will Sie sehen. Keine Angst, es werden nur Ihre schlimmsten Impulse überprüft. Ich hoffe, Sie haben dafür Verständnis. Wir predigen hier Pazifismus. Alternativen zum Terror. Wir wollen keine Tiere, die sich im Schlamm wälzen. Wer sind Sie? Was ist das hier? Das hier. So sieht die neue Freiheit aus. Die gemeinsame Ausformung einer Erfahrung aus der Fantasie. Also eine Art Experiment? Das haben wir hinter uns. Wir etablieren Wahrheiten. Neue Formen der Gemeinschaft, in denen Menschen leben können. Ihr eigenes kleines Utopia. Draußen gibt es einen Mann, der mich gebeten hat, Sie zu besuchen. Er hat gesagt, Sie... Ich weiß, wie es draußen ist. Gefangen zwischen Erniedrigung und Terror. Zwischen Vorschriften und Registrierungscodes. Gelächter vom Band. Träume nach Drehbuch. Kein Ort mehr, wo man leben kann. Ich bin gekommen, weil... Analyse 2 hilft mir der Scheiß. Ich hatte Grund zu glauben, etwas stimmt nicht. Nichts stimmt. Deshalb sind wir hier. Ohne diese Schrecken. Wenn auch nur in diesem kleinen Winkel der Welt. Ich möchte Ihnen eine Version von sich selbst vorschlagen. Ohne Misstrauen. Ohne die Hinterhältigkeiten, die sich unterwegs ansammeln. Hier gibt es keine Ungerechtigkeit, kein Leid, keine animalischen Impulse. Hier können Sie endlich Mensch sein. So ein Scheiß. Ich weiß vielleicht nicht genau, was hier los ist, aber ich weiß, dass ehrliche Menschen sich nicht verstecken. Ich weiß, was Sie denken. Sie können es nicht erwarten, die beste Version von sich selbst zu sein. Das hilft mir so nichts, Analyse zu. Gütig optimistisch. Wisnik hat gesagt, ich muss Ihre Manipulationsversuche durchschauen, erkennen, was Sie... Ein Teil von Ihnen... Und wieder negativ, ups. Das ist bei jedem so. Ich kenne Sie besser als Sie sich selbst. Ich weiß, dass Sie niemandem wehtun wollen. Ich weiß nicht, kann ich nur mal nachgehen. Sie etwas Unrechtes tun. Weil es nicht so ist. Außer es ist Unrecht, Menschen zu retten. Die Welt ist voller Brutalität. Unterdrückung, Vertreibung. Das Restitutionsgesetz ist die größte Menschenrechtsverletzung aller Zeiten. Diese Menschen verdienen etwas Besseres. Die meisten, die sich Retter nennen, Sie sind skeptisch. Das ist verständlich. Sie sind ein Produkt ihrer Zeit. Niemand zwingt sie zu bleiben. Sie wollen, dass ich gehe, wie Wesnik.
Ich will, dass Sie verstehen. Die Menschen hier sind gute Leute. Mit meiner Hilfe haben Sie etwas Wunderbares erreicht. Sie haben eine bessere Version von sich selbst gefunden. Als Gemeinschaft. Versprechen Sie mir, das nicht zu gefährden. Du kannst mich mal. Ich glaube, dass Sie diesen Leuten schaden. Wie Sie sehen, schade ich niemandem. Ich weiß, Sie glauben mir. Irgendwie läuft das nicht so. Ich bin nicht hier, um diese Menschen zu gefährden. Das reicht mir. Ich muss dem recht geben, oder? Ich kann mir recht geben. Es ist wichtig, nicht zu zweifeln. Seien Sie nicht wie Wisnik. Was ist das passiert da mit uns? Wir wissen alle, wozu das führt. Wir haben alle gesehen, was aus Wisnik geworden ist. Meine Augmentierungen gehen hier innen gar nicht. Sehr logisch, so Hypnose-Scheiß. Leg die Dunkelheit ab. Unterdrückt finstere Gedanken und die Erinnerungen an das, was mit euch und euren Lieben passiert ist. Nehmt euer neues gemeinsames Leben an. Mit meiner Stimme. Wir verwutschen dich. Du bist nicht eine Klassifikation, Anja. Du bist nicht deine abgelaufenen Papiere. Du bist jetzt eine von uns. Eine neue Version. Vor, jemand zu sein, der sie nicht sind. Wie wir alle. Nicht mein Stil, Mann. Tschüss, weg. Der Skeptiker. Er sieht nur Kanalisation und Herumtreiber vor einem Gesicht im Fernsehen, nicht die Welt, die wir erschaffen haben. Und bis er sie sieht, sollte er kein Wort sagen. Ich sehe wahrscheinlich eine andere Welt hier, hä? Die leben da wahrscheinlich so schön, schön. Als Individuum gehörte keiner von uns nach draußen. Dort spürt ihr es alle? Wir werden jemand anderes. Nicht durch Angst, nicht durch Technologie, nicht durch Versuch und Irrtum, wie es die Evolution macht, sondern durch reine Willenskraft. Hält ihr das da schön? Ich bin eins mit Richards Stimme. Komm mal schauen. Gehen Sie da weg! Ups. Das schaffen wir schon. Stimmieren ist ein Symptom kranker Seelen. Ja. Wie sieht's da aus mit Waffen? Kann ich die brauchen hier nicht? Die Waffen sind auch blockiert. Gehen Sie da weg!
Moek. Schnell, 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 schnell. Das passiert, wenn die Außenwelt versucht einzudringen. Und jetzt beschossen da. Scheibe. Meine Dinge nicht, meine ganzen Augs. Mal schauen, ob ich das Tool wenigstens brauchen kann. Yeah, ich komme rein. Bye bye, Junge. Renn zur Sicherheit. Die geht nicht. Wow, ist cool, ich bin nicht mehr im... Yes. Hier hat es keine Wirkung mehr. Hab keine Angst. Du musst wissen, dass du nicht allein bist. Du musst es tief in dir spüren. Spüren. Irgendwie sehe ich so nichts. Das Bild ist ein dunkel für über da. Was wir noch haben. Ein Stück Kanalisation. Alles andere kontrollieren sie. Mit Gesetzen, Drohungen, Waffen. Stasis? Da schießt doch mich, das sehe ich doch sicher. Die bringen die um. Die werden zur Freude haben. Das Kollektiv ist eine der gefährlichsten Verbrecherorganisationen der Welt. Auch wenn die Untergrundmedien ein Loblied darauf singen. Ich bin Eliza Kassan mit einem Live-Bericht für Pikes. Wir halten sie am Leben und machen den Weg in die Zukunft frei. Garantiert. Das Teambeschuss, was ist Teambeschuss? Schießt nicht auf die Leute von denen. Komischer Dude. Ah, da kann ich verkaufen. Schön, dass Sie bei uns sind. Hallo, Eli. Danke für die Einladung. Da kann ich vielleicht das Ding ausschalten oder so. Gut, ob da die Freude werden haben. Geht leider nicht. Ich habe gar keine Muni mehr in dieser... mit der Pistole da. Kann ich die Maschine nicht abschalten? Abstellen. Jetzt funktioniert es nämlich wieder, das scheiß Teil. Let's
System deaktivieren. Das muss eben doch gehen, irgendwo. Jetzt wirkt sie noch. Gut. Irgendwo muss man das können deaktivieren, aber wo? Ah, hier. Man, ich bin blind. Schnapp. Schau, was mit den Leuten läuft. Er kann sehr überzeugend sein, wenn man ihn lässt. Was ist, wenn nicht auch? Wenn unser Glück nicht real ist. Ich fühle mich seltsam. Ich fühle mich wie ich selbst. Ich fühle mich anders. Warum fühle ich mich anders? Es ist nur die Kanalisation. Okay, da ist die geschafft. Nur die zurechtgemachte Kanalisation. Richard überzeugt niemanden mehr von irgendwas. Die